Sind Sie eigentlich schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Wir möchten heute ein bisschen analysieren und diskutieren darüber, inwiefern emotionale Denkstrukturen oder rationale Denkprozesse einen Zusammenhang haben mit gewissen Nährstoffen, die vielleicht auch das Hirn braucht. Und darüber möchte ich heute diskutieren mit einem Mitglied des Gremiums. Nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Ja, da sind wir wieder und da darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen, der Dr. Med. Simon Feldhaus. Herzlich willkommen, lieber Simon. Ja, gern schön, schönen Tag. Sehr gerne. Ja, mich hat eigentlich mit diesem Satz, ist ein Nebensatz gewesen in einer Klammer von Professor Dr. Clemens von Jacqui, ein sehr berührt, weil er gesagt hat, die Leute mit einem Omega-3-Index von 2, 3, 4 sind gar nicht in der Lage, rational Denkprozesse zu führen, sondern das sind die Leute, die aus der Hüfte schießen. Ja. Ja, ist tatsächlich so. Man muss sich immer überlegen, warum passieren Dinge? Warum reagieren Menschen impulsiv, direkt oder eben nicht rational? Was sind die Hintergründe? Und am Ende des Tages kann man ja mal ganz banal anfangen. Um vernünftig denken und handeln zu können, muss der Großrechner da oben normal funktionieren. Was braucht das Gehirn zum richtig funktionieren? Und das fängt mit der Biochemie an. Und der wichtigste Weg sind Fette, Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin B12 für die Leistung der Zellkraftwerke, der Mitochondrien. Naja, und wenn es dann da gewisse Schwachstellen hat, dann gehen vielleicht gewisse Funktionen nicht mehr so harmonisch. Und wir haben ja zwei Teile vom Gehirn. Wir haben so das neue Gehirn, unser Bewusstsein, das sind wir. Und das Reptiliengehirn, das Krokodil in uns, die Echse, das Echsenhirn, das ist so das Stammhirn, das wo uns eigentlich so ja schießen lässt, überleben lässt, wo nicht denkt, weil es darf nicht denken, weil in der Akutreaktion muss ich erst überlegen, ne? Ist das jetzt ein Tiger, was mache ich jetzt? Und dann, ich renne los. Und wenn eben die übergeordneten, man sagt eben die höheren Hirnfunktionen, geschwächt werden, kommt schneller die Echse. Die Echse. Und dann schieße ich, anstatt zu reden. Und das ist natürlich nicht nur an Mikronährstoffen abzumachen, aber eben auch, weil einfach Rechenleistung, Großhirn fehlt, dann bleibt Reptilienhirn übrig und übernimmt die Führung. Hat mir noch so ein schönes Bild gezeigt, wie diese Neuronenverbindungen da ist. Und dann hat man einem Hirn einen Impuls gegeben. Mhm. Und dann hat man gesehen, wie diese Informationen so ein bisschen Ping-Pong spielt zwischen zwei Neuronen, so, oder? Und das Gleiche dann bei einem Hirn mit dem Index von 11 oder 12 Omega-3-Index. Und dann hat auch das ganze Hirn geleuchtet. Mhm. Da sieht man einfach, es sind viel mehr Verbindungen da, die etwas verarbeiten können. Ja, am Ende ist ja genau das. Also ich meine, das Gehirn ist etwas extrem Dynamisches. Man hat früher so das Nervensystem so als statisch angesehen. Das stimmt natürlich gar nicht. Das Gehirn funktioniert, indem die einzelnen Neurone, Nervenzellen immer wieder miteinander Verbindungen eingehen, lösen, Verbindungen eingehen und dann halt Informationen austauschen. Informationen sind Stromflüsse, Nervenströme. Und je intensiver ich das brauche, desto intensiver müssen die Ströme fließen. Und die Nerven müssen damit auch neue Verbindungen aufbauen. Also neue Kabelstecker, die es vorher noch nicht gab, brauche ich auch zum Auswendiglernen von etwas, zum Gedächtnis. Und dafür müssen diese Nervenzellen unglaublich viel leisten. Die müssen tun, die müssen ja wie so eine Amöbe so Fortsätze bilden und so Dinge tun. Und das beinhaltet, dass die Membran, die Hülle, die äußere Wand, die muss sehr flexibel und beweglich sein. Mhm. Sonst geht's ja nicht. Wenn ich so eine Ausbuchtung machen will, dann muss ich das so weich, also wie hier, so rausziehen können. Wenn das aus Holz wäre, kann ich nichts rausziehen. Und für die Fluidität von solchen Membranen sind genau das ist Omega-3 zentral, weil so, das versuche ich auch immer wieder Patienten zu erklären, warum gibt es Fischöl und anderes Öl? Weil wenn der Fisch aus Olivenöl wäre, dann wäre der im Eisen, im kalten Wasser gefroren. Ne? Also es braucht etwas, wo sehr Fluidität macht. Und das ist Omega-3, ist zentral. EPA, DHA ist zentral für das Weichbleiben vom System. Und damit können die Dinger natürlich viel, viel besser funktionieren. Mhm. Dann hat es was mit ATP, also dieser Energie zu tun, wo die Dinger haben. Und je mehr davon da ist, desto wuseliger ist das da oben alles. Mhm.
Und wenn ich das natürlich runternehme, dann fehlt das halt alles. Dann ist auch der Schmierstoff fehlt, der Motor fährt dann immer so schnell. Also ich möchte jetzt nicht hier oben links Satire anschreiben, aber diese Frage liegt mir doch nahe auf der Zunge. Ob jetzt nicht ganz viele Leute, die in Regierungskreisen sitzen und so aus der Hüfte heraus schießen, ja, und vielleicht doch nicht, ich hoffe ja doch, aber vielleicht doch nicht so rational überlegt Handlungen vollziehen, ja, weil sie es nicht können. Ja, ich denke, das ist tatsächlich als Entschuldigung durchaus manchmal zu vermuten, dass gewisse Strukturen auch rein auf der organischen Ebene vielleicht es etwas erschweren, dieses erstmal denken, dann schießen, einzuhalten, weil einfach die Wahrscheinlichkeit da ist. Da müssen wir jetzt ganz ehrlich sein, das hat uns ja auch die letzten 3 Jahre gezeigt, in der allerersten Phase der ganzen Geschichte, was ist passiert? Die Leute haben Dosenravioli und WC-Papier in unglaublichen Mengen gehortet. Das ist auch, wo man sich bis heute noch überlegen muss, wie kommt man da drauf, WC-Papier zu sammeln? Ja, weil das eben das Echsenhirn war. Die Menschen sind nicht als Menschen in den Einkaufsladen gegangen, sondern als Reptilien und wollten ihre Basis sichern. Basis ist Essen und Stuhlgang. Und Dosenravioli ist am einfachsten und WC-Papier auch. Also am Ende des Tages war das ja nicht vernünftig. Da hat ja keiner nachgedacht und ist rational, sondern es war ein Schuss. Oh Gott, ich muss sofort, ich muss das sichern. Und dann hat er die anderen gesehen, die das auch machen. Da kommt dann der Herdentrieb. Und das sind alles Urinstinkte. Das sind keine rationellen Dinge, sondern Urinstinkte. Und wenn man das jetzt sehr einfach formulieren will, die Statistik hat Herr von Schacke ja auch gemacht in vielen Ländern. Der Durchschnitts-Omega-3-Index liegt in der Regel zwischen 3 und 4. Schön wäre über 8, noch besser wäre 10. Wenn man das nicht bewusst macht, hat das fast keiner. Sicher nicht jetzt monokausal, nur wegen dem, aber es ist ein Thema, wo eine Rolle spielt. Die Tendenz ist ja rückläufig im Bereich des Omega-3-Spiegels, ja, denn es wird immer wieder gesagt, klar, im Fisch hätte es drin, ja, aber wenn man es falsch zubereitet, ist gar nichts mehr drin. Ja. Wo sollen wir sonst noch Omega-3 herkriegen? Die einen sagen, es ist ja genügend im Leinöl drin. Ja. Er sagt, nein. Ja. Da wird nichts umgearbeitet, ja, genau, von Leinöl. Ja, das ist ein großes Problem geworden. Die Ernährung, unser Leben hat sich substanziell geändert vor vielleicht 100 Jahre zurückgerechnet. Das muss gar nicht so weit zurückgehen. Einerseits, was die Lebensmittel selber angeht. Grundsätzlich mehr Omega-6-Fettsäuren, weniger das Omega-3. Wir haben eine andere Art von Esskultur bekommen. Die Alpmilch wäre sehr eine gute Quelle. Kauft keiner noch, weil sie zu teuer ist. Also muss man lieber Fachlandmilch kaufen, die viel günstiger ist. Also Produktqualitäten werden leider nicht mehr so geschätzt. Und dann muss man halt einsehen, und das ist eben auch ein Thema, die Menschheit, also wir sogenannte Zivilisierten, haben uns für ein bestimmtes Leben entschieden. In Häusern, sesshaft, Wohnungen, geheizt, alles was da ist. Wir sind nicht mehr eins mit der Natur. Und das muss man halt einfach emotionsfrei sehen. Die Natur ist nicht dafür da, uns Menschen zu unterstützen, sondern die Natur macht Dinge, die normal sind. Und Omega-3-Fettsäuren, ich habe es eben schon erwähnt, die haben was mit Kälte zu tun. Deswegen haben auch nur Kaltwasserfische. Eben der Pangasius-Fisch, der vor Südthailand im warmen Wasser schwimmt, hat kein Fischöl, ist viel zu warm. Also braucht Kälte, weil Kälte würde erstarren. Also helfen Omega-3-Fettsäuren, Isolation, weich bleiben und so, ganz banal. Und wenn wir Neandertaler sind, leben draußen in der Höhle, laufen umher, haben Kälte, dann müssen wir Omega-3-Fettsäuren haben, uns vor der Kälte zu schützen. Deswegen hätte der Mensch die Fähigkeit, Fischöl, EPA, DHA, Omega-3, selber herzustellen aus Leinöl. Mhm. Das könnten wir. Wir hätten so ein Fließband, Enzyme. Mhm. Leider liegt die Betonung auf könnten, weil wir können nicht mehr. Das ist einer der Preise, die wir bezahlen müssen für unser selbstgewähltes modernes Leben. Das hat uns die Natur genommen. Ganz einfach, evolutionär erkennbar. Wir brauchen es nicht. Wir schlafen in überheizten Schlafzimmern, wir sind nicht mehr draußen, wir haben nicht mehr diese Kältereize plus das Essen eben, also die Kombination von beiden. Aber wir können eben, 90% der modernen Menschheit kann
kein Fischöl mehr im Körper aus Leinöl bauen, weswegen es auch nichts bringt, Leinöl zu essen. Es ändert nichts. Leinöl ist die Vorstufe, aus der theoretisch Fischöl entsteht. Nur können wir es nicht mehr. Und das ist unser großes Problem. Das muss man ehrlich sagen. Deswegen haben die meisten Leute einen Mangel. Teilweise essen sie noch Leinöl aus falscher Vorstellung. Früher gab es Lebertran. Geschmacklich herausfordernd, aber von der Idee her ja nicht falsch. Da hat mir mal ein Norweger gesagt, dass ihr Lebertran nicht gestunken hat. Weil nur das Ranzige haben sie exportiert. Den schlechten haben wir bekommen, den guten haben die Norweger. Aber im Ranzigen ist kein Omega-3 mehr drin. Ganz wenig, genau. Ja, das ist so. Also muss man dann auch noch wissen. Ja. Und dadurch ist tatsächlich so, es ist leider zum Problem geworden, wie wollen wir den Gehalt an Omega-3, und das geht EPA, DHA, sichern. Fische wird schwierig irgendwann, so viel Fische hat es nicht, plus Verunreinigung. Schwermetall ist das eine, aber Feinplastik und Feinbelastung der Fische ist noch ein viel größeres Thema. Es wird nur irgendeinen Weg geben müssen, das Fischöl über andere Möglichkeiten. Und ja, ich finde das zwar nicht wirklich schlau, aber ich sehe keine große Alternative. Es wird wahrscheinlich über gentechnisch veränderte Algen gehen. Algen, die ein Fischöl herstellen, was sie freiwillig nicht täten, aber wenn man die Gene verändert, kann man Algen dazu bringen, dieses EPA, das ist der Hauptbestandteil vom Fischöl, eben in einer höherwertigeren Menge zu produzieren. Weil durch Fischfang ist es jetzt schon nicht möglich und in der Zukunft niemals möglich, allen Zugang zu Omega-3 zu verschaffen. Da dürfen wir uns die Augen nicht vorverschließen. Aber diese alternative Idee für Herstellung würde ja auch bedingen, dass es einen Markt geben müsste von Aufklärung, dass das einen gesundheitlichen Aspekt hätte. Ja. Aber dann würden wir eigentlich aus einer emotional schießenden Gesellschaft eine rational denkende Gesellschaft formieren. Und da, ich meine, nochmals, Verschwörung, Esoterik, weiß Gott, das kann alles hinhängen. Ist das gewünscht? Das ist genau der Punkt. Will ich das überhaupt? Also will ich im Sinne von... Das sind ja schwierige Leute, wenn sie da kritisch alles hinterfragen. Leute, die sind ausgesprochen mühsam. Da könnten ja Fragen kommen, da könnte allenfalls kritisches Auseinandersetzen kommen mit Maßnahmen, mit Vorgaben, mit Empfehlungen. Wenn ich sage, oh nein, Gott, um Gott, und mit Angst führen geht ja sehr einfach. Das ist ein faktisches Wissen. Wenn ich also die Chance habe, dass die Masse der Menschen eher reptilienhirnartig arbeitet und ich dann ein Angstszenario aufbaue, dann geht es um, oh Gott, ich muss, und dann lasse ich mich führen. Sehr einfach. Weil eine Echse kann man noch führen auf eine gewisse Art und Weise. Ein hochwertiges Tier, wo nachdenkt, müsste ich ja erstmal alles erklären, begründen, nachvollziehbar, Das dauert alles viel Studien länger. Präsentieren. Studien, um Gottes Willen. Ist nicht sehr attraktiv als zu führendes Objekt. Wo ich gehört habe, wie bedeutsam Omega-3 ist, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber ich hatte meinen Index gemessen, war da irgendwo bei 6, 7 herum. Ich habe es erhöht auf 11. Das war letzten Oktober hin, da hatte ich mich vorbereitet für die AWO-Abverleihung. Und ich hatte wirklich so viel Arbeit in den Kopf zu kriegen. Und habe sie in einer Stunde drin gehabt, was im ganzen Leben noch nie möglich gewesen ist. Ich musste wochenlang üben und heute in einer Stunde. Ja. Also hätte ich das als Kind schon gewusst, ich würde 10 Sprachen sprechen, ganz bestimmt. Ich glaube, behaupte, das ist ein unfassbar bedeutsamer Bestandteil, um einfach einfacher etwas lernen zu dürfen. Also gerade noch für das, ich meine, wir beide sind schon ein bisschen älter im Gehirn. Unser Gehirn ist zäher, aber was überlegen wir, was passiert mit dem 12-, 14-jährigen Gehirn, wo gerade voll im Saft steht und lernen und bereit ist. Und wenn wir dem jetzt noch das Potenzial geben, das auch wirklich zu nutzen, da kann man sich relativ schnell überlegen, was das bedeuten könnte. Absolut. Also gerade in den jungen Jahren ist es wichtig. Und für uns ist vor allem noch wichtig, dass es nicht so schnell abnimmt. Das ist dann der nächste Punkt. Ja. Nochmals Kaffeesatz lesen, schauen wir ein bisschen in die Glaskugel rein, wenn das mit dem Omega-3-Index weiterhin so tief ist und wir weiterhin emotional herumschießen in der ganzen Welt. Wo stehen wir da in 10, 20 Jahren? Ja, das muss man sich überlegen, ob man sich doch mal vorstellen mag, wenn die Schnellentscheiderei immer mehr Oberhand nimmt, dass man einfach du, na, da und erst später, wenn überhaupt nochmal nachdenkt. Das öffnet natürlich die Tür für akute Amokläufe, für gewisse Dinge.
Und natürlich für einfach zu führende Gesellschaftsstrukturen, wo eher sehr monarchisch aufgebaut sind, kleine Führungsstrukturen, die das Breite führt, wo es sehr einfach ist. Sehnsucht nach Sicherheit. Da muss ich mir ja gar nicht groß Gedanken machen. Und ja, aber gleichzeitig ist natürlich dieses Kampfbereitschaft. Ich meine, was wir in Amerika jetzt immer mehr sehen, irgendwelche Amokschützen, Amoktaten. Und in Zeitungen sieht man fast jeden Tag irgendwo, wo irgendeiner im Affekt, heißt es dann ja so schön, das ist ja genau das Gleiche. Ohne Denken, nur mit unterschwelligen Reizzuständen arbeiten. Ja, wir sehen eigentlich immer mehr passiert davon. Und die Frage ist, ob das dann wirklich eine Gesellschaftsstruktur unterstützt, die wir uns eigentlich vielleicht alle eher im Sinne einer demokratischen Gemeinschaft gleichberechtigtes Zusammensehen vorstellen können. Das dürfte mit eher anarchisch auf der Reptilienebene handelnde Menschen deutlich schwieriger werden. Ich hatte mal ein Gerichtsurteil in Deutschland gelesen, wo es hieß, dass ein Patient oder ein Täter nicht zurechnungsfähig war, weil das ganze Mikrobiom des Darms völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Da frage ich mich auch, sind da auch Echsen vorhanden da? Ja, ist tatsächlich so. Also ich meine, wir haben schon gesagt, Omega-3 ist natürlich nie einfach alleine nur und das auch alleine die Lösung. Natürlich nicht. Das ist immer irgendwo vernetzt. Und ja, das Bauchhirn, welches mit dem Kopfhirn kommuniziert, spielt mindestens auch so eine entscheidende Rolle. Und das Bauchhirn hat man früher gedacht, das sei so dieser Solarplexus, dieses Sonnengeflecht. Also wenn man den Bauch sozusagen aufschneidet und beiseite schiebt und guckt auf die Rückwand, dann sieht man ein Nervengeflecht, sieht aus wie eine Sonne. Ach so. Deswegen heißt das Solarplexus. Ach. Und man dachte früher, das ist das vegetative Nervensystem, das ist das, wo sie den Bauch steuert und so. Und man dachte früher, das ist so das Darmhirn, das ist das, wo auch so Gefühle auf dem Bauch, Schmetterlinge, das sei diese Sonne. War auch irgendwie logisch, ist es aber nicht. Heute wissen wir, es sind die Bakterien. Es ist das Mikrobiom, die Darmbakterien. Und die sind wirklich in der Lage, mit unserem Großhirn zu kommunizieren. Wir kennen auch schon, noch nicht alles, wir kennen gewisse Wege. Das geht vor allem über einen Nerv, der heißt Vagus. Das ist der 10. Hirnnerv. Mhm. Als ich studiert habe vor vielen, vielen, vielen Jahren, hieß es, musste ich so lernen, der 10. Hirnnerv dient nur dazu, vom Gehirn Befehle an den Bauch zu geben. Das ist der Nerv, der uns sagt, verdaue und so. Und heute wissen wir, dass dieser Nerv nach unten geht, aber genauso Informationen nach oben bringt. Also mit dem kommunizieren die Darmbakterien mit dem Gehirn. Und man weiß heute zum Beispiel, dass es Fälle gibt, wo Depressionen nicht etwa im Kopf sind, sondern vom Darm in den Kopf gespiegelt werden. Man hat das an Rattenversuchen gemacht, depressive Ratten. Dann hat man die Bakterien von diesen Ratten in gesunde Ratten in den Darm übertragen und dann wurden diese Ratten depressiv. Also man weiß heute ganz klar, da gibt es einen direkten Zusammenhang von diesen Bakterien in unserem Gehirn. Und naja, schlechtes Essen, Stress, Antibiotika, unterschwellige Dinge, die im Essen drin sind. Über Glyphosat redet ja keiner mehr. Und was man vielleicht nicht weiß im Beipackzettel, es ist ein Antibiotikum. Glyphosat? Mhm. Also wenn das natürlich als Pflanzenschutzmittel und dann wird das gegessen und so, und dann, aber ist ja alles gesund. Ist ja, sehr, ja, nur bis 2025, dann ist es nicht mehr gesund. Dann wird es neu diskutiert, ja genau. Also alles solche Sachen führen ja dazu, dass unser Mikrobiom, unsere Darmbakterien sich auch falsch verändern. Und das führt sicher auch zu einer Veränderung vom Gehirn, da bin ich überzeugt von. Und da kommt das und dann. Habe ich das richtig verstanden? Die Schmetterlinge im Bauch sind die Bakterien? Wenn man es emotionslos versucht zu erklären, könnte man sich auf diese Geschichte diskutieren. Ja. Schon spannend, ja. Oder? Ja. Ja, es gibt, und auch die Formulierung des Solarplexus. Weißt du, in der Esoterikbranche redet jeder vom Solarplexus, ja. Oder? Ja. Aber was dahinter steckt, wieso ist der so heißt? Wieder die wenigsten. Der heißt einfach nur, weil er wirklich so aussieht. Ja, es gibt so weiter. Wir wissen, wenn man einen Hund hat, gleicht sich das Mikrobiom des Hundes und des Menschen an. Und wieso? Deswegen sind Tiere, wir wissen noch nicht, wie das austauscht. Das Tier schleckt mich. Also ich kriege Bakterienaustausch vom Hund zu mir und meine Bakterien und seine Bakterien nähern sich an, was sehr häufig sehr positiv ist. Mhm. Also Hundebesitzer haben ein anderes Mikrobiom als Nicht-Hundebesitzer. Und diese ganze Dynamität, die im Darm steckt, das ist ein sehr faszinierender Akt, gerade auch auf das Psychoemotionale und gerade auf so diese Echsengeschichten. Und ich sehe das schon durchaus kritisch, dass sich eine Gesellschaft ein bisschen zu viel mehr in dieses Reptiliensystem bewegt. Bitte zurück, und leider zurück zu den Ursprüngen. Was manchmal gut ist, aber in dieser Situation mir nicht so richtig Freude macht. Nein, es bringt den Menschen ja nicht weiter, oder? Nein.
Also man kann nur hoffen, dass die Leute, die an den Drückern sitzen, an den Schaltern, die wirklich Gefahr auslösen, einen hohen Omega-3-Index haben. Müsste man irgendwie unterschwellig mit Fisch versorgen oder so. Ja, genau. Ja, genau. Aha. Jetzt haben wir es eigentlich über die psychische Komponente angeschaut, Reptilienhirn einerseits bei Omega-3. Jetzt noch etwas zur medizinischen Relevanz, wenn wir viel zu wenig Omega-3 haben. Es ist ja wie eine Schere auf zwei Seiten. Einerseits die Psyche, ihr Reptilienhirn kommt zum Vorschein, und auf der anderen Seite haben Entzündungsprozesse, oder? Ja, im Körper hat es natürlich enorme Auswirkungen. Und der zentralste Auswirkung ist wirklich diese Entzündungsneigung, die teilweise spürbar sein könnte. Wir haben immer mehr rheumatische Krankheiten und Entzündungskrankheiten, aber die merke ich ja noch. Viel gefährlicher ist diese unterschwellige, man nennt das Silent Inflammation, also die Entzündungsneigung, die eben nicht wehtut. Das gibt keine Rötung, keine Schwellung, es tut nicht weh, aber im Körper ist unterschwellig dieses leichte Feuer der Entzündung. Und das triggert, das steuert dann wieder andere Prozesse. Und genau diese unterschwelligen Geschichten, das ist eigentlich ein sehr, sehr zentrales Thema. Und das Spannende ist eben, wir wissen auch heute gut erklärbar, was das Spezielle an diesen Omega-3, weil immer alle diskutieren, ja, ihr mit eurem blöden Fischöl, da nehme ich doch Teufelskralle oder ich nehme Weihrauch, das wirkt auch anti-entzündlich, kann ich doch genauso machen. Du musst sagen, ja, das stimmt, aber Omega-3-Fettsäuren wirken eben nicht einfach nur anti-entzündlich. Wir wissen heute, dass möglicherweise das Wichtigste überhaupt ist eine Eigenschaft, die Omega-3-Fettsäuren, vor allem EPA, noch mehr als DHA hat. Und wir sagen dem Resolvine, Entzündungen auflösen. Das ist nochmal ein Unterschied. Anti-Entzündung heißt, ich verhindere eine Entzündung. Resolvere, auflösen, heißt, die vorhandene Entzündung wird aufgelöst. Das ist ein großer Unterschied. Okay. Und das machen Omega-3-Fettsäuren. Und das macht Teufelskralle jetzt nicht. Also zum Beispiel kann ich eben nicht einfach irgendwas durch was anderes einfach so ersetzen. Diese Gesamtheit von Wirkungen kennen wir bisher nur von den Omega-3-Fettsäuren. Deswegen sind sie unverzichtbarer Teil vom Ganzen. Wusste ich auch wieder nicht, ja. Aber ist irgendwie auch wieder logisch. Ja. Die Natur ist logisch. Die Natur macht nichts Unlogisches. Sie macht nicht immer alles für uns Logische, aber das muss ja auch nicht. Wir stehen ja nicht über der Natur. Aber diese inflammatorischen Herde, die heute eigentlich immer mehr ausbrechen, ist eigentlich eine Volksseuche, oder? Das muss man sehen. Das ist mit die Basis fast aller sogenannter Zivilisationskrankheiten, ist irgendwo in irgendeiner Form eine Entzündung. Auch am Ende die Zuckerkrankheit, der Diabetes, ist am Ende auch irgendwo eine Entzündlichkeit, die im Extremfall zu einer Entzündlichkeit in der Bauchspeicheldrüse wird, die dann Autoimmunreaktionen triggert für den insulinpflichtigen Diabetes. Die Atherosklerose, die Gefäßverkalkung, ist nichts anderes als eine Entzündung in der Gefäßwand. Ist ja nicht so, dass das Cholesterin das macht, sondern das Cholesterin, wenn es schlecht läuft, oxidiert. Und das oxidierte Cholesterin macht dann eine Entzündung. Nicht das Cholesterin ist das Problem. Die Entzündung, die entsteht, wenn ich die Entzündung unterbreche, passiert gar nichts. Also überall ist irgendwo die Entzündung als zentraler Mittel- oder Ankickfaktor enthalten. Und ja, wir hätten, glaube ich, deutlich weniger Zivilisationskrankheiten, wenn wir diese Entzündungsneigung aus dem System hätten. Also es wäre ein optimales Geschenk, sei es zu Ostern, zu Weihnachten, zu Geburtstag, wenn wir den Leuten Omega-3 schenken, egal flüssig oder in Kapselform, hatten wir auch schon mal darüber diskutiert. Oder wenn wir Leute sehen, die doch immer sehr aus der Hüfte schießen und so, vielleicht auch mal dem einen oder anderen Politiker mal ein Fläschchen nach Hause schicken. Könnte man sich Dauerinfusionen vorstellen. Kann man ja, hast du mir mal erzählt, gell? Omega-3-Infusionen. Da müsste man Gutscheine verschicken. Ja, das wäre mal für eine Session. Ja. Alle, bevor die Session beginnt, ein bisschen auffrischen. Und dann mal gucken, was danach passiert. Es wäre mal ein spannender Feldversuch. Ja, vorher, nachher, gell? 50-50, die eine Hälfte so, die andere so und dann mal vergleichen. Das ist cool. Wir machen nicht mit. Ja. Ich befürchte, es wird eng werden mit den Freiwilligen. Ja, genau. Super. Ich danke dir ganz herzlich. Dr. Med. Simon Feldhaus war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich weiß natürlich, dass wir uns hier ein bisschen an der Grenze zur Satire bewegt haben. Aber irgendwann muss man gewisse Dinge, kann man ja eigentlich nur noch schmunzeln und lachen darüber. Aber dass sie tatsächlich einen unmittelbaren Zusammenhang haben zu unserer Psyche oder zu unserer Gesundheit mittels Entzündungsprozessen, das ist einfach
einfach wirklich auch eine Tatsache. Und das wollten wir heute Ihnen einfach mal darlegen und Ihnen einfach ans Herz legen. Messen Sie bitte auch Ihren Omega-3-Wert. Füllen Sie die Depots auf, dass Sie einen guten Wert haben. Ich glaube 8 bis 11 oder 11 bis 13. So wäre es perfekt. 8 bis, also da sind wir schon mal zufrieden. 11 gut. bis 13 ist dann wow, die Königsklasse. Gut. Wir werden schon mit dem Rest zufrieden. Ja, ja, super. Und genau das ist das Fenster, wo, übrigens, da weißt du das, da hat mir der Schalke auch noch gesagt, der Fötus im Mutterleib zieht 11-13% Omega-3 aus der Mutter, um das Überleben der nächsten Generation zu sichern. Ja. Ist das nicht schön? Das ist Natur. Muttermilch, 11-13. Ja, ja. Aber die Mutter kann es nur hergeben, wenn sie es selber hat. Sonst wird das Kind unterversorgt. Ja, wieder ein Punkt, was wir einfach auch sensibilisiert hinaustragen müssen, oder? Das ist Prävention, beginnt schon dort. Danke, jetzt bin ich fertig. Alles Gute, wir sind anders mal. Auf Wiedersehen miteinander.